Fritschi, heute Jubiläumsspiel, war es so, wie du dir das erträumt hast oder wie du dir das vorgestellt hast? Natürlich, ich denke, 3-0-Sieg ist immer gut, egal ob es Jubiläum ist oder nicht, umso schöner natürlich. Ja, ich denke, es war wichtig, dass wir über die Anfangsphase gut rüberkommen sind, weil da war der WRC, muss man ehrlich zugeben, schon sehr druckvoll und haben da, glaube ich, schon ein paar Hochkaräter gehabt. Aber ich glaube, mit dem Tor, was zwar aberkannt worden ist, aber ist dann der Umschwung gekommen. Genau, war das wirklich so dieser, wie sagt man, Game Changer, dass ein Tor, das gar nicht gezählt hat, dann war es ja plötzlich, Gott sei Dank, nicht wieder zu erkennen, weil die ersten, glaube 15 Minuten, wie du angesprochen hast, waren jetzt nicht zu prickeln. Ja, anscheinend. Also wie gesagt, aber ich will jetzt auch nicht die Leistung vom WRC schmälern. Also ich glaube, die haben über 90 Minuten, sind es auch ein sehr, sehr hohes Tempo gegangen. War, glaube ich, auch ein Spiel wirklich mit hohem Tempo eben. Und von beiden Seiten. Der WRC hat es eben am Anfang besser erwischt, aber wir haben halt auch die individuelle Qualität, dass wir halt dann immer wieder auch aus dem Nix vielleicht dann zu einer gefährlichen Chance kommen können und auch zum Tor kommen können. Wie ist für euch Spieler diese Umstellung jetzt, diese Neuerung mit dem Video Assistant Referee? Heute zweimal großer Torjubel im Stadion zumindest, dann beide Male aberkannt durch den aus dem Keller im Mädling, wie man schon im Jargon so schön sagt. Ist das für euch Spieler ganz was Neues, schwierig oder egal? Ja, es ist so, wie es ist. Ich nehme das einfach so an. Für mich geht es sowieso nur eigentlich darum, dass ich meine Hintermannschaft gut einstelle, dass wir versuchen, zu Null zu spielen. Den Rest kann man nur bedingt beeinflussen. Wenn es richtige Entscheidungen war, dann passt das. Ich habe jetzt noch nicht vor dem 1-0 eben die Situation gesehen, ob es wirklich ein klares Foul war. Weil es heißt immer, es ist nur bei klaren Fehlentscheidungen eben, wird es überprüft. Ja, wenn es so war, im Spiel ist mir jetzt nicht so vorgekommen, dass es wirklich ein klares Foul war, dann ist es natürlich schade, aber im Endeffekt, wenn es über das ganze Jahr und über die ganze Saison gerechter wird, dann passt das schon. Ja. Vielen Dank, Gratulation nochmal zum Jubiläum, vor allem zum Sieg und zum 2-0 und alles Gute am Donnerstag in Zypern. Dankeschön. Leo, zu Beginn, letzte Woche an die Latte, heute weiß ich gar nicht, wie der Ball nicht reingehen hat können. Wann kommt das erste Tor? Ja, das ist eine gute Frage. Ich schaue, wenn ich vorn bin bei einer Standardsituation, dass ich ein paar reindrücke, aber ja, im Moment klingt mir das noch nicht wirklich. Aber in Wirklichkeit, deine Hauptaufgabe ist, Tore zu verhindern, heute 2-0. Das heißt, Leo Kreiml ist zufrieden. Ja, natürlich. Nach einem 3-0-Heimsieg muss man zufrieden sein. Wir haben die Anfangsphase ein bisschen verschlafen, da sind wir nicht so gut reingekommen, aber spätestens ab dem unbekannten Tor waren wir nachher voll drinnen und dann sind wir verdient einzelne Führung gegangen, dann hätte ich eigentlich zweimal nachlegen können. Das ist mir leider nicht gelungen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir alles im Griff gehabt und dann haben wir verdient 3-0 gewonnen. Dein Job unter Anführungszeichen hat dann der Taxi erledigt mit einem Triple-Pack. Kommt nicht alle Tage vor. Ein Rapid-Spieler, das dreimal im Allianz-Stadion trifft. Was sagst du zu seiner Vorstellung heute? Ja, für den Taxi freut es mich auch extrem. Super Bursch, viele Tore schießen, das hat er heute gemacht. Und ich glaube, dass er letzte Saison gegen den WRC auswärts auch 3 Tore gemacht hat. Von dem her, ich glaube, der WRC liegt ihm ziemlich gut. Schaut so aus. Wir hoffen dann auf das nächste Bundesligaspiel. Bin sicher, das klappt jetzt sehr, sehr bald mit dem ersten Tor. Es wird immer knapper. Danke, danke.